Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2, nicht 1, meine Güte. Wir sind wieder zurück. Sie sind da. Hier haben wir letztes Mal aufgehört. Der wollte ich nicht rein. Hallo. Darf ich bitte zurück? Danke. Nee, ich möchte schon den angreifen, den ich anvisiere, bitte. Okay, er möchte nicht den anvisieren, den ich möchte. Schlitz. Sehr schön. Ich wollte nämlich eigentlich nur diese Fackel hier anzünden und nicht die Tür aufschließen. Die habe ich nämlich gar nicht gesehen gehabt. Aber okay. Für die Tür haben wir scheinbar einen Schlüssel gefunden. Das hatte ich ja in einem anderen Tunnel schon erwartet. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Da ist ein Silbererz. Das hätte ich auch gerne. Ein Silbererz ist nämlich wichtig, um Silberschwert zu bauen. Also brauchen wir davon noch ein paar. Würde ich sagen. Müll. Ich weiß übrigens noch nicht mal, wofür man Öl braucht oder ob man Öl überhaupt braucht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal da hinten in den Gang rein, wofür wir einen Schlüssel haben. Wobei, gehen wir erstmal rein. Also in das kommt man glaube ich nicht rein, aber wir können auch erstmal den Gang zu Ende gehen. Ich habe gerade gesehen, dass es relativ kurz ist. Servus, ich bin es, der Hexer. Darf ich da ausnahmsweise ran? Natürlich nicht. Warum auch? Ah, die stehen so oft im Weg, ey. Genau. Ich weiß gar nicht, ob wir schon... KI ist hier übrigens unglaublich schlecht. Also ich stehe ja wirklich nur im Weg. Na, ich hätte mich gerne ein bisschen Licht... Bisschen Licht beim Fighten, wenn ich ehrlich bin. Na, komm her. Ich will euch einzeln pullen. Hab ich nicht geschafft. Schade. Okay, what the fuck, Alter? Ist man direkt in so einem Schubskreis. Gut. Da muss ich gegen arbeiten, dass ich nicht in so einem Schubskreis stehe. Ich sollte die vielleicht erst auf die Zwerge einprügeln lassen und dann so ein bisschen rangehen. Und ich sollte eventuell nochmal boostern. Ah, boostern wir uns auch einfach nochmal mit Quen. Dann wählen wir wieder Ignios. Machen jetzt mal Licht an. Holen uns. Ach ja, den Scheiß konnte man sich ja nicht holen. Zwerg! Piss dich. Ja, wirklich selten ein Spiel erlebt, in dem das so scheiße ist mit der KI. Wie die sich hinstellt. Man kann die auch nicht wegschieben und nichts. Das ist ja das Schlimmste. Ich bin noch ein paar Sekunden geschützt. Okay, an dem Pfosten kann ich natürlich nicht vorbeilaufen, warum auch? Junge! Machen die einen Schaden, Alter. Hat er mir gerade, trotz dass ich übel weit wegstehe, Schaden gemacht? Kommt da noch einer? Sehr schön gemacht, Zwergis. Bomb. Gerade übel Schaden halt. Zucker war das alles knapp, Alter. Okay. Werf hier mal wegstecken und speichern. Dann looten wir hier erstmal ein bisschen. Nee. Dann looten wir hier erstmal ein bisschen. Den noch einer? Den Schrott wollte ich noch haben. Speichern. Y. Leute haben offenbar versucht, diesen Durchgang zuzuschütten.
Was ist auf der untersten Ebene? Vielleicht der verdammte Donnerbalken dieser Leichenfresser. Oder sie ziehen da unten ihre Arschbrut auf. Ich suche am besten da nach der Zwergimmortelle. True. Das Licht hatte ich übrigens wieder angemacht. Ich speichere jetzt natürlich nochmal. Ich bin übel verwundet, möchte ich mal anmerken. Also, war übel verwundet. Uns geht es inzwischen ja wieder relativ gut. Ein Park kommt übrigens auch heute wieder ein bisschen später. Ich nehme nämlich gerade erst um 16 Uhr, ja, kurz vor 5 auf. Ich habe nämlich gerade erst Feierabend gemacht. Dementsprechend konnte ich noch nicht früher aufnehmen. In der Mittagspause habe ich nämlich Project Cars aufgenommen. Und Project Cars empfand ich als wichtig, da das ja vorher kommt. Tja, wo ist mal das Licht an? Danke. Ist hier irgendwas Interessantes? Oder warum ist... Ah, hier liegen so ein bisschen Lagerbestand. Holz. Steinmedaillon. Ich weiß immer noch nicht, was die Steinmedaillons auf sich haben. Da wird es aber nichts Wichtiges weiter gesehen. Würde ich sagen, gehen wir mal tiefer in die Mine, oder? Erstmal Licht anknipsen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Fackel gibt, die man sich einverleiben kann. Oder ob es das in dem Teil gar nicht gibt. Ich habe zugegebenermaßen aber noch nicht nachgeguckt. Da ist wieder ein Silbererz mit drin. Blaues Meteoritenerz ist auch immer gut. Diamantstaub nehmen wir natürlich auch. Amethystenstaub auch. Und... eine fucking leere Kiste? Mich verarschen? Und die Entwickler doch vergessen, was reinzutun, wa? Sagen wir so lange ruhig, jetzt ziehen wir wieder ein Wäffchen. Da hinten kommt eine Tür, dahinter ist doch bestimmt wieder Fight. Falls es im Hintergrund rumort, bitte nicht wundern. Wo sind wir denn jetzt? Wir haben das ganze Stück hier abgegangen, jetzt sind wir an der gleichen Stelle, wie wir eben waren, quasi nur von der anderen Seite. Sie kommen näher. Tun Sie das? Feier schon. Servus. Wer ist denn Sie? Und warum kommen Sie näher? Da hinten sieht es aber böse aus. Komme ich hier? Nein. Schlüssel erforderlich, okay. Geht's. Ah, hier ist unsere Quest, okay. Dann gehen wir wohl erstmal hier lang. Speichern. Dann liege ich dann leicht rum. Schöner Grafikglitch. Oder natürlich ist es eine Beleuchtung in der Mine. Keine Zeit für Plaudereien! Ein echter Zwerg baut im Leben eine Festung. Verpiss dich da! Ja, also zwei von drei Sachen werdet ihr schon mal niemals tun. Mittlerer Schacht, verwesendes Fleisch. Was genau war mit verwesendem Fleisch? Okay, eine Karte und Balins Aufzeichnung Nummer 2. Verziere Köder im Inventar auf den Feldern, die mit Schnellzüge verzeichnen sind, um Köder auszulegen. Hinweisköder sind in Verbindung mit Fallen am wirksamsten, okay. Story. Zweite Karte. Sieht die exakt so aus wie die erste? Ah ne, die ist höher, okay. Am Morgen kleine Felsspalte in den Gängen entdeckt. Ungefährlich. Habe jedoch zur Sicherheit zusätzlich Stempel aufstellen lassen. Was sind denn Stempel? Er Ferdinand keucht. Verträgt wohl die Temperatur hier unten nicht. Der alte Zimmer, Zammenhof... oder Zammenhoff heißt er eigentlich, faselt von seltsamen Geräuschen, wohl endgültig verrückt geworden. Bin sicher, dass wir uns in der Nähe eines größeren Flözes befinden. Lasse Geologen kommen. Okay. Ich tippe auf Grafikglitch. Ich glaube nicht, dass das so aussehen soll. Gut, hier hinten ist Ende. Da liegt wird das irgendwie angucken können. Da auch. Okay. Ach, hier. Blutspuren zu den Tunneln. Achso, ich sollte hier weggehen. Boom. Schön.
Wir suchen ja immer noch die Zwergimmortelle für den Tränk. Dürfen wir jetzt hier weiter oder müssen wir wieder nach da hinten? Das wäre total dumm, by the way. Okay, wir dürfen hier weiter. Angenehm. F5. F5 ist übrigens Quicksave, ne? Also. Nur falls ihr euch die ganze Zeit fragt, was will ich denn mit M5? Warum zum Teufel ist es hier so hell? Warum zum Teufel sind da zwei Buben? Das wollte ich drücken und F5. Wir sind schon im Kampf, okay. So, den Leichen... Den... Leck mich! Leichenfresser lasse ich mal unsere Mates bekämpfen. Hallo! Ihr sollt den scheiß Leichenfresser bekämpfen, ihr Bastarde. Übrigens ist es nicht mal ganz richtig, dass wir immer gegen Monster mit dem Silberschwert kämpfen. Das Eisenschwert wird auch gegen Monster eingesetzt. Das Silberschwert eigentlich nur gegen dickere Monster, wenn ich das richtig verstanden habe in der Witcher Lore. Warum ist hier Himmel? Hä? Erstmal Schwertchen wegstecken, ich muss niesen. Oder auch nicht. Hat er mich extra schon gemutet. Aber scheinbar doch nicht. Falls jetzt doch noch kommt, werde ich nicht so schnell mich muten können. Oh, hier ist ein Schrein, okay. Können wir das Ding angucken? Nö, cool. Gut. Dann machen wir so. Da hinten liegt noch Leiche. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang weiter, weil da hinten ist unser Ziel. Hier gibt es nochmal was zum Anzünden. Ganz kurz kratzen. So, und weiter geht's. Servus. Ist hier etwas, was mich auf grausame Art und Weise umbringen wird? Ich hoffe ja nicht. Ich ziehe aber auch schon mal das Schwert, nicht? Da ist der nächste Zwerg. Okay, über... jetzt habe ich versehentlich den Scheiß mitgenommen. Upsi. Schlüssel zum unteren Schacht. Dritte Karte. Dritte Aufzeichnung. Okay, Eisen, Eisen, Eisen. Gelbes Meteoritenerz, das ist wichtig. Und wieder eine leere Truhe, sehe ich das richtig? Ja. Und Waffen. Okay. Gut. Sehe ich das richtig, dass wir hier rüber in den anderen Schacht gehen können? Sehe ich nicht, ist nämlich eingestürzt. Keine Ahnung, manchmal funktioniert das mit der Jungen, manchmal nicht. Also, ne, relativ schnell hintereinander halt. Ich verstehe nicht, warum es manchmal nicht relativ schnell hintereinander funktioniert. Keine Ahnung. Bitte lassen Sie mich hinaus. Wir möchten gerne noch den anderen Weg gehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt erst den Weg da hinten gehen sollte, weil die Mine gleich einstürzt oder so. Ich wollte übrigens gerade speichern. Ja, mach mal. Danke. Kann ich jetzt speichern? Ja, perfekt. Machen wir mal bitte so. Dann sehe ich nämlich auch wieder was. Bitte. Das ist alles nichts zum Aufheben, okay? Gut, müsst ihr wissen. Gut, wir gehen mal weiter. Ich denke mal, da hinten wartet gleich ein Digger auf uns. So ein richtig Dicker. Kurze Frage, ja? Warum ist hier eine Tür? Warum waren hier gerade noch Gegner? Ich verstehe die Tür hier nicht.
Kommen wir hier schon rein? Ja. Aber hier ist auch unser Ziel. Da ist der eingestürzte Schacht. Dann gehen wir erstmal noch den anderen Weg, weil das ist auch noch ein Weg. Ich verstehe auch nicht, dass in der fucking Mine alles mit unterschiedlichen Schlüsseln abgeschlossen wird. Macht überhaupt keinen Sinn. Da liegt eine Falle. Das wollte ich mit Sicherheit nicht. Ich wollte die eigentlich entschärfen, aber ist ja schon draufgetreten. Junge. Seid ihr auch mal endlich da? Piss dich. So. Meine Fresse, warum liegen jetzt hier über diese Scheißfallen? Ich muss sagen, Fallen nerven mich echt übel. Noch besser, als wenn die Zwergen draufstehen, wenn ich sie nicht entschärfen kann. Sehr schön. Speichern wir mal wieder. Werden ja nicht ohne Grund die ganzen Fallen in die Richtung da stehen. Gut, und hier ist schon wieder irgendwas eingestürzt. Das wäre eher uncool. Wo sind wir denn? Wir sind dann jetzt zu dem Durchgang, okay? Ne, warte, der erste Durchgang war da, ne? Ja, oder? Glaube ich. Okay. Junge! Ein echter Zwerg baut im Leben eine Festung, fällt eine Eiche und bumst regelmäßig. Alter. Die Zwerge sind übrigens mega nervig. Ich glaube, da jetzt übrigens extra rein, weil das kürzer geht, als die zu entschärfen. Und eh keinen scheiß Schaden macht. Ich finde schade, dass man sie nicht entschärfend aufheben in 1 kann. So, lass mich raten. Hier kann ich noch nicht rein, selbstverständlich. Oh, doch, ich darf hier schon rein. Kurze Frage, ja? Schlüssel zum Magazin, Eisenring, die Aufzeichnung Nummer 4. Ich brenne. Will ich wissen, warum hier so viele Fallen stehen? Kann ich das hier sprengen, bitte? Ne, kann ich nicht, okay. Ich hab die übrigens extra stehen lassen, falls jetzt was kommt, wäre ich wieder mit drum rumgelaufen. Und werde das Vieh einfach reinlaufen lassen. Hallo! Junge. Danke. Okay, wir haben den Schlüssel zum Magazin gefunden. Das ist ja wahrscheinlich da hinten am Arsch der Heide. Da gehen wir jetzt aber noch nicht lang. Sondern wir holen jetzt erstmal den Schmuck. Ne, also hier. Die Zwergimmortelle. Den Namen habe ich, glaube ich, im ersten Teil schon mal gehört. Bin jetzt übrigens bei den Witcher-Hörbüchern relativ weit. Also mit dem ersten fast fertig, würde ich sagen. Super interessant. Super Empfehlung auf jeden Fall. Also wirklich tolle Bücher. Hab sie zwar nur Wo kommt ihr Fotzen her? Zwergen, könntet ihr auch was tun? Ich glaube, wir machen mehr Schaden, wenn ich in den Rücken schlage. Ich glaube, wir sind da noch gelevelt, ne? Kann das? Ich weiß, was auf jeden Fall kann, nämlich gleich der Part zu Ende sein. Ich würde sagen, wir gehen nochmal eben zur Zwergimmortelle. Überziehen ein bisschen. Ich denke, der Part wird nicht mehr pünktlich online kommen. Ich bin falsch gegangen. Gut, ich bin dumm.
Verdammt. Ich hätte nicht hier wieder zurückgehen müssen, sondern in dem Gang, wo ich eben war, ein Stückchen und dann weiter. Ich verstehe übrigens nicht, warum hier überall neue Skeletts, also Nekrophagen sind es ja, also hier Leichenfresser und diese anderen Bastarde halt spawnen. Moderhäute. So. So, nochmal speichern. Ab durch die Tür. Und dann wollen wir nochmal gucken, was hier los ist. Schon wieder das Medaillon. Ah, da kommen die Zwerge, okay. Zwerge hängen da so ein bisschen hinterher. Ja, hier scheint überall Blut zu sein, denke ich. Speichern nochmal. Ich möchte nämlich gleich nicht so weit laufen. Ich denke, auf unsere Zwergenfreunde zu warten, wäre gar keine schlechte Idee. Die sind ja schon so ein bisschen Kanonenfutter. Gebe ich auch ehrlich zu. Kommt ihr? Da seid ihr ja. Oh, fuck this shit. Was bist du denn? Ich möchte anmerken, ich hätte gern vorher nochmal, Jung! Ja, Spaßfakt übrigens, ich hätte vorher gerne nochmal meditiert. Darf ich noch meditieren oder ist es jetzt doof? Ich darf noch meditieren, nice. Gut, dass ihr maximal im Weg steht, Jungs. Es wäre einfacher für mich übrigens, einfach zu laden, das gleich nochmal zu machen. So, darf ich jetzt nochmal meditieren? Ich darf irgendwie trotzdem nicht meditieren. Das ist ja ungünstig, weil ich bin echt im Arsch. Darf ich hier bitte meditieren? Nein. Ja, das werde ich auf keinen Fall überleben, hä? Na, rennt er nochmal durch, oder? Er brennt ganz schön auf jeden Fall. Verfluchte Biester. Lol, das kleine Mistvieh hat mich getötet. Ich dachte, das kämpft mit dem Feind. Okay, gut. Ich würde sagen, das Vieh besiegen wir hier beim nächsten Mal. Dann meditiere ich vorher nochmal. Ich hätte natürlich einfach schnell laden können, aber gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.